Energiewende ist Teil der Identität des Landes geworden. Der Netzausbau ist ungeliebtes Stiefkind, aber er gehört dazu. Wir würden enorme volkswirtschaftliche Kosten produzieren, wenn wir die Energiequellen nicht vernetzen, also brauchen wir Netze. Erneuerbare Energien sind die Stromquellen der Zukunft. Das bedeutet aber, dass das aktuelle Versorgungsnetz an diese angepasst werden muss. Damit zum Beispiel Windstrom schnell zu den Verbrauchern kommt, braucht es starke und stabile Netze. Durch den guten Wind ist die Windenergie das Optimum. Und das ist in den letzten 20 Jahren erheblich ausgebaut worden. Und wir haben großes Interesse daran, dass der Windstrom, der bei uns vor Ort produziert wird, auch schnell über das Netz abgeführt und an die Verbraucher gehen kann. Das heißt, neue 380 kV Freileitungen sollen zukünftig den Strom aus dem Norden in den Süden des Landes bringen. Bei der Planung werden bereits vorhandene Trassen in das aktuelle Bauvorhaben mit einbezogen, um die Belastung von Mensch und Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir haben hier in weitesten Teilen eine Vorprägung durch die 110 kV Trasse. Das war unser Anknüpfungspunkt hinsichtlich der Trassenfindung. Nach Feststellung des Trassenverlaufs beginnt die aktive Bauphase, eine logistische Herausforderung für Netzbetreiber und Bauplanung. Wir müssen mit den Tonnagen, mit den Schwerlasttransporten, mit den Rammen, mit den Mastbauteilen, müssen wir an diesen Standort gelangen. Das ist ein logistischer Aufwand. Wie kann ich möglichst Landschaft schonen? Wie kann ich möglichst unter großmöglicher Berücksichtigung von Siedlungsräumen die 110 kV substituieren und durch eine 380 kV ersetzen? Sind diese Fragen beantwortet und alle Schutzmaßnahmen umgesetzt worden, beginnt mit der Gründung des Fundaments der Mastbau. Wir bringen an jeder Ecke von dem Mast ein Stahlrohr bis zu, in diesem Fall, 34 Meter tief in den Boden. Der feste Boden kommt erst ab 20 Meter Tiefe. Ich müsste hier sehr tief graben, um auf windigen, festen Boden zu gelangen. Und das ist aufgrund des hohen Grundwasserspiegels hier nicht möglich. Deswegen wird tief gegründet. Der aufgehobene Boden wird jedoch nicht einfach beiseite geräumt, sondern fachgerecht gelagert. Wenn Boden aufgehoben wird, muss er getrennt nach den Horizonten, nach Ober- und Unterboden gelagert werden und eben auch so wieder eingebaut werden. Der obere Teil des Bodens ist der humushaltige Boden. Das ist letztendlich der fruchtbare. Der untere ist der Puffer. Da wird das Wasser gespeichert. Bodenverdichtung muss verhindert werden. Deswegen liegen hier überall Baggermatten oder Stahlplatten, um eben durch das Überfahren von schweren Gerät zu vermeiden, dass der Boden in seinem Bodenvolumen zusammengepresst wird und somit dann letztendlich nicht mehr fruchtbar wäre. Das Fundament steht. Der Mast wächst stockwerkartig in die Höhe. Die einzelnen Stahlelemente werden Stück für Stück montiert. Dann beginnt die Arbeit in luftiger Höhe. Zum Schluss gibt es dann das Vorseilziehen, das Hauptseilziehen und dann die entsprechenden Abnahme- und Nachabnahme und Inbetriebnahme der Gesamtleitung. Werden diese entsprechenden Standorte zurückgebaut. Temporär ist der Eingriff sehr lokal, eben auf einer Fläche von 50 mal 80 Metern rund um den neuen Mast. Das wird hinterher wieder renaturiert, es wird alles zurückgebaut. Das zeigt sich, dass der Boden auch wieder voll fruchtbar ist und voll genutzt werden kann. Die durchschnittliche Bauzeit für einen Mast beträgt 4 bis 6 Wochen. Auf lange Sicht gesehen ist dies ein kurzzeitiger Eingriff, um für die Zukunft eine regenerative und somit klimafreundliche Stromgewinnung zu realisieren. Daran wird diese politische Generation in 30, 40 Jahren gemessen werden. Wenn wir da versagen, versagen wir als politische Generation. Weitere Informationen zum Freileitungsbau finden Sie auf www.netzausbau.de.